Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Autorenfrühstück auf Clubhouse. Heute mit Jochen Schweizer. Die Vita von Jochen Schweizer liest sich wie ein Auszug aus dem Erlebnisangebot seines gleichnamigen Unternehmens. Kajakfahren auf den extremsten Flüssen Europas, mit dem Motorrad quer durch Afrika. Stuntman in Actionfilmen. Begründer des Bungee-Sports in Deutschland. Aber auch Anhänger von Zen-Meditation und Yoga. Als Gründer der gleichnamigen Marke steht er mit der Firmenveranstaltungslocation Jochen Schweizer Arena bei München und über 3000 weiteren Erlebnissen wie kein anderer als Synonym für das Erlebnis. Als Top-Speaker vermittelt er wichtige Impulse zu Erfolg, Risiko und Resilienz. Er zeigt auf, wie man aus Krisen gestärkt hervorgeht und zum Unternehmer seines eigenen Lebens wird. Dabei zieht er sein Wissen aus seiner eigenen Erfahrung. Er weiß, wovon er spricht, denn er hat nahezu alles selbst erlebt. Aus seinen Erfahrungen hat Jochen Schweizer wertvolle Lehren gezogen, die er heute nicht nur als Redner anderen Menschen vermittelt. Nun teilt er mit seiner außergewöhnlichen Selbstfindungsgeschichte die Begegnung. Eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben, Erfahrungen und Erkenntnisse seines Lebens mit uns. Und genau hierüber sprechen wir heute mit ihm. Es ist uns eine große Ehre, lieber Jochen, dich heute zu unserem Autorenfrühstück auf Clubhouse zu begrüßen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bei mir ist jetzt ein Bildchen aufgegangen und ging gerade nicht mehr weg. So ist das manchmal mit der Technik. So. Jochen, heute ist nicht nur Halloween, sondern auch Reformationstag und Reformation im Sinne von Erneuerung. Geistige Umgestaltung, Verbesserung passt wunderbar zu deinem Buch. Die Begegnung. Denn da geht es um Selbstbestimmung, Resilienz, Selbstfindung, Krisen und Chancen. Einige von uns haben bereits in Rosenheim die Chance genutzt, direkt von dir einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was uns heute erwartet, damit wir alle erstmal abgeholt bzw. abgeholt werden, auch die, die noch nicht da waren, auf den gleichen Stand zu bringen. Warum hast du dich dieses Mal für einen Roman statt eines Sachbuchs entschieden und worum geht es denn darin genau? Es ist ein Roman geworden, was als Sachbuch angelegt war, weil ich bereits ein Sachbuch geschrieben habe. Das war der perfekte Augenblick. Vor 5 Jahren ist dieses Sachbuch erschienen. Und ich hatte die Nachfrage von Drömer Knauer, das ist ein großer deutscher Verlag, der hat 175 Jahre Jubiläum dieses Jahr, ob ich Interesse hätte, einen Top-Titel zu schreiben, also einen sogenannten Top-Titel, ob der dann top wird, wird man dann sehen, ja. Aber einen sogenannten als Top-Titel geführten Autorentitel, da gibt es 5 bekannte Autoren, ich bin einer von denen. Und das hatte ich zunächst abgelehnt, weil ich dachte, man kann den gleichen Witz nicht zweimal erzählen. Ich habe natürlich in den 5 Jahren dazugelernt, in den vergangenen 5 Jahren und auch weitere Erkenntnisse generiert. Aber ich dachte nicht, dass ich dieses zweite Sachbuch über Lebenshaltung und über grundsätzliche Themen der Seinsbestimmung so wesentlich unterscheiden würde von dem Buch, was ich 5 Jahre zuvor geschrieben habe. Und hatte das zunächst abgelehnt und war auch sehr zufrieden damit. Und dann sitze ich vor gut einem Jahr auf meiner Hütte in Norwegen in einem Sturm fest, in einem brachialen Nordweststurm, wie er manchmal eben an dieser rauen Küste losbricht. Und saß in dieser Hütte, da gehst du dann auch freiwillig nicht mehr raus, wenn da orkanartige Winde blasen und der Regen und die See sich vermischt zu einer einzigen grauen Wasserwand, die hinaufpeitscht über diese Felsen zu der Hütte. Und ich saß da aber ganz geschützt und machte mir ein Kaminfeuer an und kam dann auf den Gedanken, was hätte ich eigentlich meinem 15-jährigen alter Ego, also was hätte ich mir zu sagen, ich bin jetzt 65, was hätte ich mir zu sagen, wenn ich mir selbst mit 15 Jahren, im Alter von 15 Jahren, diesem wilden, verrückten Jochen begegnen würde, was hätte ich ihm zu sagen? Und dann habe ich ungefähr 100 Punkte identifiziert, die ganz wichtig sind, die ich mir zu sagen hätte,
die ich gelernt habe auf diesem Weg, den ich gegangen bin. Und dann habe ich noch 50 Punkte dazu erfunden, von denen ich davon ausgehe, dass ich zu diesen Themen noch etwas erfahre in den kommenden 30 Jahren, sofern sie mir vergönnt sind. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zwei Charaktere entwickelt habe, den jungen 15-jährigen wilden Ausreißer Sverir. Also Sverir ist ein altnordischer Name, der steht für der Wilde, der Unbeugsame. Und den alten, erfahrenen Hakun, der ist 95 Jahre alt, am Ende seines Lebens. Der geht in der indigenen Tradition in den Wald, um zu sterben. Und dieser Hakun, das heißt Lichter Sohn oder großer Sohn auf Altnorwegisch. Und die beiden begegnen sich in einer Sturmnacht. Und dann konnte nur ein Roman draus werden. Ja, und das Ganze spielt ja in Nordnorwegen in einer Hütte ab und du sprichst in diesem Zusammenhang auch von den Wikingern. Fasziniert dich die nordische Mythologie oder was genau hat dich dazu bewogen, zum Beispiel auch für die Figur Olaf eine Wikingerstatue zu wählen? Naja, die Wikingerstatue ergibt sich aus dem Sport, den er betreibt. Der ist Kanute. Und Kanuten werden halt ziemlich breit durch diesen Sport, sehr muskulöse Oberkörper kriegen die. Und der ist halt ein ganz leidenschaftlicher Kanute. Wichtiger ist aber bei dieser Figur Olaf Olafsen, dass er als Mentor auftritt, ich beantworte auch gleich noch die Frage, warum Norwegen, ja. Aber vielleicht vorab, warum Olaf Olafsen? Warum habe ich diesen Charakter so erfunden? Ich habe als eine der Punkte, die ich aufgeschrieben habe, was ich meinem 15-jährigen Alter Ego sagen würde, wäre der Punkt gewesen, wenn dir etwas geschenkt wird, darfst du es annehmen. Und du musst es aber nicht zurückgeben an denjenigen, der es dir geschenkt hat. Das ist ein großes Missverständnis, wenn Leute glauben, es wird ihnen was geschenkt, sie müssen dann an denjenigen was zurückgeben. Das bedeutet nämlich eigentlich indirekt, dass man das Geschenk nicht annimmt als Geschenk. Aber Akzeptanz ist ganz wichtig, es zu akzeptieren, ja, mir wird hier etwas geschenkt und es ist wunderbar. Indem ich aber dieses Geschenk annehme, verpflichte ich mich, das, was mir geschenkt wurde, eines Tages weiterzugeben an einen anderen Menschen, der Hilfe braucht. Und mir ist eben in meinem Leben immer mal wieder völlig unerwartet Hilfe zuteil geworden, die ich dann immer versucht habe, im Laufe des Lebens an andere Menschen weiterzugeben, die dieser Hilfe bedurften. Ich nenne es den Circle of Helping Hands. Und Olaf Olafsen ist die Figur, an der ich dieses Thema entwickle, nämlich er fängt diesen jugendlichen, verlorenen Sverir auf, der eine einsame, lieblose Kindheit erlebt, ausgegrenzt und in großen Teilen auf sich allein gestellt. Und er fängt ihn eben auf als Zwölfjährigen und holt ihn in die Welt des Kajakfahrens hinein, weil er selber leidenschaftlicher Kanute ist. Kajakfahren, vor allem Seekajakfahren, ist ein norwegischer Nationalsport. Und er holt ihn da rein. Und jetzt hat ja dieser Sverrir eine gute Grundanlage, also eine gute Genetik für diesen Sport. Das kann man sich auch nicht aussuchen. Die hat man oder man hat sie nicht. Man kann aber ganz viel über Training kompensieren und dazu addieren. Aber die Grundanlage muss da sein. Und die hat dieser Sverrir und Olaf Olafsen wird eben sein Mentor. Und klar, er ist in der Mythologie, ist er derjenige, der Hüter, der halt aufpasst, dass es den Menschen, die in Not sind, dass die eine Chance bekommen. Und deswegen gibt es diesen Olaf Olafsen. Super, vielen, vielen lieben Dank. Und du hast ja in deinem Roman, könnten wir zusammenfassen, als vier Hauptcharakteren gewählt. Den Sverrir, den Hakun, Olaf Olafsen hast du schon gerade erwähnt und dann auch noch Innegret. Vielleicht Und magst du Tore Grote. Tore Grote gibt es auch noch. Tore ja. Grote, den schlauen Verleger. Und genau, kannst du vielleicht zu diesen einzelnen Charakteren, so wie du es gerade auch bei Olaf Olafsen gemacht hast, noch mal ein bisschen genauer erläutern, wieso du denn gerade diese Personen ausgewählt hast? Ich habe die Charaktere konstruiert mit der Zielsetzung, die Botschaften, die ich eigentlich vermitteln will, in die Romanform zu bringen. Ich hätte ja jetzt auch ein Sachbuch schreiben können und dann irgendwelche
Thesen aufstellen, wie jeder Mensch eine Flugfläche höher steigen kann, wie sehr unsere Prägung auch unseren weiteren Lebensweg bestimmt. Also da komme ich später noch drauf zu, die sogenannte Sachbuch sehr gut fundiert darlegen können. Aber dann fehlen die Emotionen. Und ich glaube, dass Information besonders dann sehr gut erinnert wird und rezipiert wird, wenn sie mit Emotionen verbunden wird. Und das habe ich eben durch die Form des Romans, glaube ich, sogar auch erreicht. Denn das ist das erste Feedback, was ich bekomme auf das Buch, dass es sehr, sehr stark emotionalisiert, dass Menschen, die es lesen, weinen oder beeindruckt sind. Auch von der Tragik der einzelnen Figuren, aber auch der Schönheit einzelner Momente. So wie das Leben eben in seiner Ausprägung eben halt einfach ist. So, und jetzt ist Sverir, ist die Figur, die nach dem Sinn fragt, dem Sinn der Existenz. Ein Junge, der verloren, entwurzelt ist, der flieht, der tief verletzt, mit seinem Seekajak im Alter von 15 Jahren aus seiner Familie, die gar keine Familie mehr ist, und seinem Umfeld flieht und 2000 Kilometer entlang dieser rauen norwegischen Küste nach Norden paddelt und dann in einen Sturm scheitert und wird, he's going to be washed ashore. Und dann es überlebt dieses Scheitern und dann an diese raue Küste hingespült wird. Und dann gibt es Hakun. Also Sverir ist sich nicht sicher, wer sein Vater ist, weil alle Indizien dafür sprechen, dass der, den er glaubt, dass er sein Vater ist, gar nicht sein Vater ist. Und er findet dann aber heraus, in seinem Laufe seines Lebens, und das lernt er an der Figur Hakun, dass Hakun heißt lichter Sohn oder großer Sohn, dass eben jedes Kind das große Kind seiner Eltern sein kann. Und zwar unabhängig von den Eltern. Und zwar auch deswegen, weil alles aus uns selbst kommt. Jedes Kind kann das große Kind seiner Eltern werden und sein, ganz egal, wer die Eltern sind. Und das ist deswegen habe ich auch den Namen gewählt, Hakun, großer Sohn. Weil es völlig egal ist, wer dein Vater ist. Du kannst der große Sohn deines Vaters sein, weil alles kommt aus dir. Dann gibt es Inegret, das ist eine sehr starke Frauenfigur. Natürlich sind mir in meinem Leben Frauen begegnet, wunderbare Begegnungen, und ich habe immer etwas mitgenommen aus diesen Begegnungen und habe in Inegret eine Figur konstruiert, die sehr starke und positive Eigenschaften in sich vereint, aber auch eine Schwäche. Und Inegret spielt eine ganz wichtige Rolle am Ende des Romans, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Dann gibt es natürlich Heimdall, den Geschichtslehrer, das ist auch ein Name aus der nordischen Mythologie, der den wilden Hakun in seiner Jugend auf dem Pfad der Weisheit führt, des Wissens führt. Es gibt Tore Grote, das ist ein starker Verleger, der als Hakun, der dann eines Tages in seinem Laufe des Romans großen wirtschaftlichen Erfolg erfährt und diesen wirtschaftlichen Erfolg am Ende seines Lebens einsetzen will, um der Welt etwas zurückzugeben, der ihn dann anleitet auf dem Weg, weil er sehr klug ist und er weiß, wie man andere Menschen überzeugt, bestimmte Dinge zu tun, was dieser einsame Jäger und Kämpfer Hakun ja gar nicht wissen kann. Und über diese ganzen Figuren und diese Konstruktion des Romans erzähle ich aber eigentlich eine Weisheitsgeschichte, in der der Leser über die Charaktere und deren Erlebnisse, über deren Höhen und Tiefen erfährt, was die Reise, die unser Leben nun mal ist, am Ende wirklich ausmacht. Und jeder Leser kann dieses Buch als einen unterhaltsamen Roman lesen oder er kann nachdenklich sein und die eine oder andere Situation, die ich geschrieben habe, hinterfragen. Was bedeutet es jetzt eigentlich für mich? Und um das etwas klarer zu machen, schreibe ich den gesamten Roman in der dritten Person. Und ich habe aber dann in sogenannten Zwischenspielen, es gibt vier Zwischenspiele und einen Epilog. Und in diesen Zwischenspielen
habe ich dann zentrale Themen in der direkten Kommunikation zwischen den beiden aufgearbeitet. Also wie kommen die in die Kommunikation? Hakun ist 95 Jahre alt, ist unheilbar krank, hat eine Diagnose bekommen, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat und entschließt sich jetzt, weil er immer selbstbestimmt und frei gelebt hat, das Sterben nicht mehr rein nur der Biologie zu überlassen, sondern getreu der indigenen Tradition geht er in die Einsamkeit, um dort selbstbestimmt zu sterben. Das ist ein Tabuthema bei uns. Bei indigenen Völkern ist es völlig normal, dass ein Mensch am Ende seines Lebens, wenn er weiß, dass seine Zeit gekommen ist, der geht mit den Worten "I am complete" in den Wald und kehrt nicht zurück. Und alles, was sein Stamm von ihm sieht, ist sein Rücken. Und er verabschiedet sich und der Stamm beglückwünscht ihn dafür, dass er jetzt gehen darf. Bei den Inuit haben wir das gleiche Thema. Die gehen ins Eis und kehren nicht zurück. Diejenigen, die das Glück haben, selbstbestimmt sterben zu können und auch zu wollen. Und Hakun hat sich eben ein letztes Mal auf diesen weiten Marsch gemacht, zu seiner einsamen Hütte. Natürlich die Vorlage für diese Hütte ist meine eigene Hütte, um dort die letzten Wochen seines Lebens zu verbringen, mit dem Ziel, dann selbstbestimmt zu sterben. Und nicht als, ich sag's mal brutal, sabbernder Greis, ich schreibe das nicht so, ich sag's jetzt so, seinen Liebsten in Erinnerung zu bleiben. Ja, und das klappt aber nicht, weil er in dieser Sturmnacht, in die er gerät, das ist die Analogie zu der Sturmnacht, die mich auf die Idee gebracht hat, auf meiner Hütte, in dieser Sturmnacht, in die er gerät, findet er eben diesen gestrandeten Zverir und nimmt ihn auf in seiner Hütte. Und die beiden kommen ins Gespräch. Zverir erzählt seine Geschichte und Hakun ordnet das Erzählte ein und bringt es sozusagen in seine Lebenswirklichkeit und sagt ihm, was das dann wirklich bedeutet. Was bedeutet eigentlich, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist? Also jeder Hörer, der jetzt zuhört, wenn ich sage, als Aufforderung, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist, eine der zentralen Punkte, die ich damals in dieser Sturmnacht auf meiner Hütte aufgeschrieben habe, das will ich vermitteln, der wird zwangsläufig die Frage stellen, ja, aber aus welchem Holz bin ich denn gemacht? Und darauf gibt es Antworten. Klasse, vielen, vielen lieben Dank für für diese ersten Einblicke. Und wir Moderatoren hatten ja bereits die Möglichkeit, in deinen Roman auch hineinzulesen. Und ich war total gefesselt, soweit wie ich gekommen bin und auch berührt, denn du schaffst Wie es. weit bist du denn gekommen? Ich habe etwa bis zur Hälfte gelesen. Und Hast du das du. Beste noch nicht gelesen? Bitte? Hast du das Beste noch nicht gelesen? Ich freue mich auch schon riesig drauf, kann ich dir sagen, weil du hattest ja in Rosenheim hattest du nämlich erwähnt, dieser Roman im Prinzip auf Basis von 100 Thesen entstanden ist. Genau. Und genau das, was du eben beschrieben hast, auch mit diesen Emotionen, dass du diese Charaktere gewählt hast, um diese Emotionen zu transportieren. Ich würde es noch mit Werten ergänzen, Werte und Emotionen auf eine atemberaubende Weise wirklich mit Bildern zu transportieren. Und da ist wirklich alles dabei. Also es geht um Angst, Respekt, Liebe, Anerkennung, Wut, Hass, Tabus, Konsequenzen, Zusammenhalt und Entfremdung, Anpassung, Freiheit, Existenz, Verstoß und Ausgrenzung, Sehnsucht, Abenteuer, Freude, Glück, Stolz. Und ich könnte gefühlt endlos weitermachen. Also es war wirklich der Hammer. Und damit nicht genug. Die Kür ist aus meiner Sicht, und das hat mich absolut fasziniert, du verwendest Metaphern und Bilder, in denen oft eine doppelte Bedeutung steckt, wenn man genau hinsieht. Ganz viele Aspekte transportierst du zwischen den Zeilen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Es sieht so aus, als reise der Fremde mit Gepäck, das zu schwer für ihn ist. Ich wiederhole nochmal. Es sieht so aus, als reise der Fremde mit Gepäck, das zu schwer für ihn ist. Das ist absolut genial, finde ich. Welche Rolle spielen denn Bilder und Metaphern als auch versteckte Botschaften für dich? Du hast es ja eben schon mal angedeutet. Genau die du gerade genannt hast. Ich will ja einerseits auch mit dem Roman kommerziell erfolgreich sein. Ich möchte, dass der sich verkauft, dass ihn viele Menschen lesen, weil ich habe wirklich was zu sagen. Und das, was ich zu sagen hatte, habe ich in dieses Buch reingepackt. Und jetzt bin ich natürlich in der Lebensphase,
in der ich meine, einiges verstanden zu haben. Ich lerne natürlich jeden Tag immer noch, wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens, aber ich bin aber auch in der Situation, in der ich erlerntes Wissen, erfahrenes Wissen, manchmal auch erlittenes Wissen weitergeben kann und will. Und auf der anderen Seite will ich aber auch, dass das ein Buch ist, was leicht zur Hand geht, was man gerne liest, was man auch als unterhaltsamen Roman begreifen kann, als eine wunderschöne Abenteuergeschichte über das Leben. Und deswegen habe ich versucht, verschiedene Levels einzubauen. Also die, die sehr aufmerksam lesen, sehr nachdenklich sind, vielleicht in ihrem Leben an einem Punkt sind, wo sie selber Fragen haben ans Leben, die werden in dem Buch Antworten finden. Und diejenigen, die einen coolen Abenteuerroman lesen wollen und einfach sagen, oh, geil, was für ein Wahnsinn, die sollen auch abgeholt werden. Und deswegen habe ich das nicht so platt formuliert wie in einem Sachbuch, wo du das halt hinschreibst. Ja? Was würdest du in einem Sachbuch schreiben zu dem Satz, erschnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist? Du würdest sagen, in einem Sachbuch würdest du sagen, also das kommt auf drei Parameter an. Das ist deine genealogische Abfolge, das ist deine Geworfenheit und das ist deine Sozialisierung. Was bedeutet das? Das kannst du ganz sachlich erklären. Also du zum Beispiel, du hast 1024 direkte Vorfahren in den letzten 10 Generationen. Ich übrigens auch. Und jeder, der zuhört, auch. Also jeder, der das jetzt hört, hat 1024 direkte Vorfahren in den letzten 10 Generationen. Da hat sich aus dem gesamten Genpool der Menschheit etwas verdichtet, was auf dich mündet. Das heißt, du bist Teil einer genealogischen Kette. Das kann man nicht abstreiten, das ist einfach so. Und damit sind bestimmte Dinge in dir angelegt. Bestimmte Talente, potenzielle Krankheiten, die du bekommen wirst, ist ganz viel in deiner Genealogie angelegt. Aber das ist nicht das, was dich ausmacht. Das ist ein Teil dessen, was dich ausmacht. Jetzt wirst du geboren. Ich nenne das die Geworfenheit. Wie wirst du denn, wo wirst du hineingeboren? Wirst du in eine Familie hineingeboren, wo du herzlich willkommen bist, wo du in Liebe empfangen wirst, liebevolle Eltern hast, die einen liebevollen Umgang miteinander pflegen, in eine Familie, in der du geboren bist, die in Wohlstand lebt, die ein Bildungsniveau hat? Oder wirst du geboren in eine Familie des Dramas oder der Ablehnung? Der Vater ist ein Säufer, fern jeder Bildung, ohne finanzielle Mittel. Vielleicht bist du sogar das Kind einer Vergewaltigung. Das kannst du dir nicht aussuchen. Das ist deine Geworfenheit. Da kannst du nichts dafür als Kind. Das ist so. Deine genetische Kodierung und deine Geworfenheit, die sind gegeben. Die kannst du nicht ändern. Die kannst du nur akzeptieren. Akzeptanz ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, du kannst sie nur akzeptieren. So, und dann kommt dazu aber jetzt die Sozialisierung. Das heißt, diese Entwicklung vom Kleinkind, vom Säugling bis zum Alter von 13, 14, 15 Jahren findet eine Sozialisierung statt. Das hängt von deiner Peer Group an, von deinem Umwelt, von den Erlebnissen und Erfahrungen, die du machst, die dann dein Mindset beeinflussen, also deine Geisteshaltung. Denn die wird geprägt von den Emotionen, die du erfährst. Jetzt bist du 15 Jahre alt und jetzt bist du angelegt. Das kann man in einem Sachbuch erklären, wird es jeder lesen, aber was ist der Impact? In dieser Geschichte erfährst du alles über Sverir und verstehst, als er da im Alter von 15 Jahren strandet, wie er angelegt ist. Und jetzt trifft er auf diesen alten weißen Harkun, der ihn ranführt, der ihn Akzeptanz lehrt, der ihm die Bedeutung erläutert, wie wichtig es ist, zum Beispiel auch in der Lage zu sein, radikal zu verzeihen. Ganz wichtige Botschaft. Aber der erklärt ihm erstmal, wer er eigentlich ist und warum er das Leben nur aus dem, es ist wie ein, der Hakun erklärt es dem Sviri, indem er sagt, das Leben ist wie ein Kartenspiel erstmal. Du startest und hast ein bestimmtes Blatt auf der Hand. Dieses Blatt kannst du dir nicht aussuchen. Aber in dem Augenblick, wo du anfängst zu spielen, da bestimmst du das Spiel nach der Art und Weise, wie du dieses Blatt spielst. Und natürlich kannst du Glück haben, hast ein saugeiles Blatt auf der Hand und du hast Pech und das Blatt ist nicht so gut. Aber es gibt einen Haufen extrem erfolgreiche Menschen, Erfolg nicht im Sinne von wirtschaftlichem Erfolg, sondern erfolgreiche Menschen, die ein ganz schlechtes Blatt auf der Hand hatten am Anfang, und dann ein außerordentlich erfülltes und
in jeder Beziehung erfolgreiches Leben dann gelebt haben. Das gibt es. Das hat man selbst in der Hand. Nur der Starting Point ist halt unterschiedlich. So, und indem ich die Geschichte so erzähle, in dem direkten Aufeinandertreffen, in diesem Umfeld, dieser einsamen Hütte, löse ich Emotionen aus, von denen ich glaube, dass sie dazu beitragen, beim Leser Erinnerungen zu schaffen. Erinnerungen, das Leben ist ja nicht das, was geschah, sondern das Leben ist das, was wir erinnern. Und wir lesen manchmal Dinge, die lesen wir, und dann vergessen wir die wieder, weil das Gelesene nicht mit einer Emotion verknüpft ist. In dem Augenblick aber, wo ich aus diesem Lesen des Buches ein Erlebnis mache und damit eine Emotion verknüpft wird, wo man mitleidet mit Sverir, wo man mitliebt mit Hakun, in dem Augenblick verbindet sich alles das, was ich sagen möchte, zu einer Einheit, die man erinnern kann. So zumindest meine These, aber ganz ehrlich, es ist eine These. Es ist sogar eine Hypothese, weil das Buch erscheint morgen und dann werden wir ja sehen, ob ich es gut genug gemacht habe, dass es die Menschen erreicht. Das kann ich nicht sagen heute. Das werden wir in 4 Wochen wissen. Ja, also ich kann nur von mir sprechen. Mich hast du absolut damit erreicht und ich kann das nur bestätigen, was du vorhin gesagt hast. Also man kann es als reine Abenteuergeschichte lesen, um sich die Zeit zu vertreiben. Man kann es aber eben auch zum Nachdenken verwenden und tiefer einsteigen. Und ich bin persönlich mir sicher, dass unabhängig davon, man kann es wirklich mehrfach lesen und je nachdem, wo man gerade steht, wird man wahrscheinlich auch wieder neue Dinge darin entdecken. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, kann ich dir nur sagen. Und ich habe noch eine Stelle herausgesucht, die ich auch nochmal aufgreifen möchte, bevor ich dann nochmal einen Refresh für die neuen Zuhörer im Raum mache und dann auch die Co-Moderatoren mit einbinden möchte in unseren Austausch. Und zwar hast du an einer Stelle geschrieben, er, also in dem Fall ging es um Hakun, der alte weise Wikinger, aber kannte die Einsamkeit. Er verstand es, in ihr zu wachsen. Also der Ausdruck, in der Einsamkeit zu wachsen. Was genau bedeutet das für dich? Einsamkeit bedeutet Reizentzug. Wir alle leben ein Leben der Reize. Wir werden befeuert aus allen Kanälen mit Informationen und mit Reizen. Das geht so weit, dass es schwierig ist, Momente der Stille zu finden. Und jetzt, ich speziell lebe ja ein sehr intensives Leben und mit einer Überreizerfüllung. Ja. Also ich trete als Keynote-Speaker auf, ich habe meine Unternehmensgruppe, ich trete als Fernsehmann auf, ich habe einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und immer permanent ist man auf Empfang oder auf Sendung. Das ist eigentlich gar nicht auszuhalten auf Dauer. Und ich hatte das Glück, dass ich vor 40 Jahren auf einer Norwegenreise, ich habe damals war ich in ein norwegisches Mädchen verliebt und hatte die besucht. 40 Jahre ist es jetzt her, muss man sich mal überlegen, ja. Und habe dann dieses Land lieben gelernt und hatte dann das Glück, zufällig, das könnte man fragen, ist es Zufall oder ist Zufall nur ein Synonym für den Willen der Götter? Jedenfalls habe ich zufällig, vermeintlich zufällig, bin ich einem Schulrektor begegnet, einem norwegischen Schulrektor. Herulf Walle hieß der, ein mächtiger Mann. Also der war selbst gebeugt, noch ein Kopf größer als ich, wie ein alter, knorriger Baum. Der war um die 90 Jahre alt. Und er hatte uns Deutsch miteinander sprechen hören. Also meine norwegische Freundin sprach Deutsch. Die hatte in Deutschland studiert. Und fand es irgendwie ganz toll, mal wieder Deutsch zu sprechen. Und wir kamen ins Gespräch. Und ich habe auch keinen Hehl daraus gemacht, dass ich mich natürlich mit der nordischen Mythologie beschäftigt hatte. Der war ein Geschichtslehrer noch dazu. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich das einen unglaublich schönen Platz finde, wo wir da waren. Und dann fragte er mich, ob ich eine Hütte kaufen möchte. Und sagte ich, wie stellen Sie sich das vor? Und dann hat er mir die Geschichte erzählt von diesem heiligen Felsen über dem Meer,
Ja, den tatsächlich so bezeichnet, eine ehemalige Wikinger-Tingstätte, also ein Energieplatz. Und er hatte vor vielen Jahren davor, also man muss sich überlegen, das war dann vor 60 oder 70 Jahren, hat er das Material für diese Hütte in dreijähriger Arbeit, er ist drei, hat gesagt, ich bin 3 Jahre, bin ich nur durch die Wälder gelaufen, habe Material auf diesen Felsen hochgeschleppt. Da konnte man nicht mit dem Auto hinfahren. Man konnte von See, war dieser Felsen erreichbar mit einem kleinen Fußmarsch von See oder eben von Land über einen sehr weiten Weg. Und der hat dann mit seinen eigenen Händen diese Hütte gebaut, aber seine eigenen Kinder waren daran nicht interessiert, weil es nicht komfortabel war. Es gab damals keinen Strom an diesem Küstenabschnitt. Es gab kein Wasser, es gab keine Kanalisation, es gab keine Wege, die dorthin führen. Das ist alles erst später gebaut worden in diesen 40 Jahren. Heute ist es convenient. Aber es war eben damals, und das hat mich, dieses Ausgesetztsein, das hat mich fasziniert. Und außerdem, das war, ich konnte mir das damals, hätte ich mir gar nicht was anderes leisten können. Es musste was extrem Einfaches sein, ja. Und wir fuhren dann mit einem kleinen Boot, mit einem stinkigen, knatternden 6 PS Außenbordmotor, der irgendwie aus dem vorigen Jahrhundert stammte, so schien es mir, fuhren wir da endlos über einen Fjord und dann über die offene See raus zu diesem Felsen, zu dieser Felsküste. Und wir kamen da an. Und für mich war das wie nach Hause kommen. Also es war einfach so, ich kam da an, bin da an Land gesprungen und dachte mir, wow, hier war ich schon mal. Und dann stiegen wir über die Felsen da hoch und der alte Mann, der hatte schon sichtlich Schwierigkeiten, das war auch der Grund. Er hatte dann in seinem Laufe seines Lebens weitere Hütten gebaut. Also es gibt in Norwegen die sogenannte Hüttekultur. Also jedes Volk hat ja so seine Eigenheiten. Ja? Die Deutschen rasen auf der Autobahn, die Amis ballern gerne und die Norweger bauen Hütten. Also das ist die letzte Eigenschaft, die mir am sympathischsten. Und er hatte noch irgendwie 2, 3 weitere Hütten gebaut im Laufe seines Lebens an leichter erreichbaren Stellen. Und das war aber immer sein Refugium, wo er immer alleine hinging. Da wollte auch kein anderer hin. So, und dann kamen wir da hoch und ich stehe da oben und gucke über dieses gewaltige Meer und über diese riesige, unfassbare Landschaft aus Fels und Wald und Wasser und diesen Schären, an denen sich Welle für Welle schäumend bricht und stehst da oben über allem in dieser Einsamkeit. Und es hat mich so erreicht, das hat so einen Moment gegeben, dass ich konnte mir das gar nicht leisten, per Handschlag diese Hütte gekauft habe und er gab mir, ich habe gesagt, du musst mich jetzt, das Boot ist dabei bei dem Preis, du musst mich jetzt zurückbringen. Und dann fuhr ich mit diesem Boot zurück und brachte ihn zurück und es war wirklich so, der alte Mann, der weinte dann. Und das hat mich sehr berührt und ich habe ihm mal so versprochen, dass ich diese Hütte in Ehren halten werde und sie auch niemals verkaufen werde. Sondern ich werde sie weitergeben innerhalb meiner Genealogie. Und so kam ich zu der Hütte. Und das habe ich ehrlich gesagt in die Frage vergessen, weil ich mich so verloren habe in dieser Geschichte, wie ich zu diesem Ort kam, der mir dann letztlich die Inspiration gegeben hat, dieses Buch zu schreiben. Was war eigentlich die Frage? Es ging um Wachsen in der Einsamkeit. Ah ja, genau, so, danke. Genau, und der hatte das genau aus dem gleichen Grund getan. Also wachsen in der Einsamkeit bedeutet Reizentzug, in die Monotonie zu kommen. Ich fahre Kajak, das ist eine monotone Bewegung, eine immer gleiche rotierende, schwingende Bewegung, wenn ich mein Blatt durch die See ziehe. Und dieser Reizentzug ist sozusagen die Counterstrategie zur Reizüberflutung. Und wenn man 2, 3 Mal im Jahr, 4 Mal im Jahr in diesen Reizentzug geht, man braucht dafür keine Hütte in Norwegen, das ist ein großes Privileg, so einen Ort zu haben, aber da kann jeder Mensch irgendwo einen Ort finden der Stille, dann kann man entweder in dieser Stille einsam sein oder diesen Reizentzug gar nicht aushalten und sucht dann nach Ersatzreizen, oder man versteht es, in dieser Stille und in dieser Einsamkeit zu wachsen. Und Hakun ist eben ein Charakter, der es schafft, in der Stille, in der Einsamkeit zu wachsen.
Super, vielen, vielen lieben Dank auch für diese Einblicke zu dem, wie das entstanden ist bei dir persönlich mit dieser Hütte. Finde ich total spannend zuzuhören und ich könnte noch stundenlang weitere Fragen stellen und ähnliches, aber ich möchte gerne tatsächlich zuschauen, dass wir jetzt wirklich die Co-Moderatoren mit einbinden. Ich bin mir nämlich sicher, dass sie auch eine Menge an Gedanken und Fragen mitbringen. Und bevor ich das Wort übergebe, nochmal ein Refresh für alle, die sich später in unseren Clubhouse-Raum heute Morgen dazugeschaltet haben. Wem gefällt, was wir machen und in Zukunft nichts verpassen möchte, einfach den Clubs und uns Moderatoren mit dem grünen Stern folgen, die Glocke einschalten und benachrichtigt werden. Wir sind montags bis sonntags jeweils um 8 Uhr mit unterschiedlichen Themen für euch da. Montags bis samstags unter dem Dach Deep Talk Club und sonntags mit dem Autorenfrühstück unter dem Dach Bestselling Authors. Heute mit Jochen Schweizer und seinem inspirierenden neuen Roman. Wer heute live dabei ist und bis zum Ende bleibt, hat die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, an unserem Gewinnspiel heute. Wir verlosen heute eine von Jochen Schweizer signierte Ausgabe seines Buches »Die Begegnung – Eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben«. Und teilnehmen können alle, die heute live in unserem Clubhouse-Raum mit dabei sind und Folgendes tun. Hier kommen die Schritte, die erforderlich sind, die mitmachen möchten. Erstens, ihr macht einen Screenshot von unserer Autorenfrühstückbühne. Zweitens, ihr geht in eure Insta-Story. Dann drittens fügt ihr den Screenshot ein. Viertens, ihr fügt einen Kommentar hinzu, um Freunde und Bekannte zu unserem Clubhouse-Raum mit Jochen Schweizer einzuladen. Fünftens, ihr taggt alle Moderatoren. Das sind die hier mit grünem Stern, also Jochen, Mona, Jenny, Jan-Marc und mich. Es sind in Summe 5. Wenn irgendwie die 5 nicht zusammenkommt, stimmt irgendwas nicht. Und ihr teilt die Insta-Story im letzten Schritt vor Ende unserer Aufzeichnung. Nach Beenden der Aufzeichnung, ich werde das nachher ankündigen, wenn wir es abschließen, abrunden, können die Insta-Stories dann, die dann veröffentlicht werden, nicht mehr berücksichtigt werden. Während wir nach der Aufzeichnung in die Fragen- und Antwortenrunde einsteigen, zwar relativ kurz, aber es wird ein paar Möglichkeiten geben, findet im Hintergrund bei uns die Ziehung statt, um die sich Jennifer und Jan Mark kümmern. Und nach der Fragen- und Antwortenrunde geben wir den Gewinner heute hier im Raum bekannt und laden die Person ein, zu uns auf die Bühne zu kommen. Sollte der Gewinner zu diesem Zeitpunkt nicht selbst im Raum sein oder nicht zu uns kommen können, aus welchen Gründen auch immer, verfällt der Gewinn und geht an den Nächsten, der bereits aus dem Topf gezogen ist und auf der Warteliste steht quasi. Unsere Podcast-Hörer, die Gelegenheit, heute live mit dabei zu sein, verpasst haben, können das Buch natürlich gerne auch über den Handel, wie zum Beispiel Thalia, bestellen. Und nun übergebe ich das Wort gerne an meine Co-Moderatoren. Was sind denn eure Gedanken und Fragen an Jochen? Wer mag starten? Jan-Marc, du als Erster? Ich fange gerne an. Also ich muss sagen, ich bin überwältigt von der Tiefe, wenn du, Jochen, das erzählst. Man merkt, mit welcher Leidenschaft du das Buch geschrieben hast. Eine Sache, die bei mir jetzt hängen geblieben ist, die hast du vorhin schon so kurz erwähnt, ist dieser Circle Helping Hands. Also dass man, wenn jemandem ein Geschenk annehmen zu können, ist schon mal etwas, das darf ich persönlich auch noch üben. Da nehme ich mich nicht aus. Aber ich tendiere auch immer dann, mich, ich sag mal, gewissermaßen verpflichtet zu fühlen, das auch an diese Person zurückzugeben. Vielleicht hast du da so den ein oder anderen Tipp, wie man denn das in diesen Zirkel da reinkommen kann, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so, ist, wenn man von jemandem etwas geschenkt bekommt, dann möchte man es dieser Person eben erwidern und sich da weniger verpflichtet zu fühlen, aber es eben gerne jemand anderem weiterzugeben, der es vielleicht mehr braucht. Also erstmal die Person, die schenkt, der begegnen wir in Dankbarkeit und Respekt. Und es gibt ja verschiedene Formen von Geschenken. Das können materielle Dinge sein, das kann aber auch einfach nur ein guter Rat sein, den man als Geschenk empfängt. Ja, wir haben eher das Problem bei materiellen Dingen. Wenn dir jemand einen guten Rat gibt, den nimmst du dankend an
Und es ist auch gar nicht so schwer, jemand anderem, der Rat sucht, dann zu gegebener Zeit einen guten Rat, einen ehrlich gemeinten guten Rat weiterzugeben. Da haben wir keine Schwierigkeiten. Das sind eher die materiellen Dinge, also die tatsächlich deine physische Position verändern. Und da braucht es Dankbarkeit und Respekt. Und wenn du das tun willst, fängst du an zu geben, weil dir ist bestimmt gegeben worden in deinem Leben. Und du kannst dir jetzt überlegen, von dem, was dir gegeben wurde, etwas weiterzugeben. In der Mythologie der Heldenreise, also es gibt ja Ludwig Kempel, den großen Mythenforscher, in der Mythologie der Heldenreise gibt es ja eine ganze Reihe von Stationen, je nach Interpretation zwischen 10 und 17 Stationen, die klassische Heldenreise. Und ganz am Ende dieser mythologischen Heldenreise findet ja der Held immer den Heiligen Gral. Das kann also Wissen sein, Macht oder finanzielles Potenzial. Und indem er den Heiligen Gral findet, indem er alle Risiken und Gefahren überlebt hat und über Messers Schneide gegangen ist und auf diese Seite geblieben ist, anstatt auf die andere Seite zu fallen und nicht wiederzukehren, in diesem Moment ist er in der Lage, etwas zurückzugeben, weiterzugeben. Und das ist tatsächlich eine Pflicht, eine ethische Pflicht, das zu tun. Und erst wenn er das getan hat, darf er nach einem erfüllten Leben sterben. Vorher darf er gar nicht sterben. Und jetzt kann man ja diese mythologische Heldenreise ein bisschen abkürzen und kann schon früher im Leben beginnen, etwas weiterzugeben und etwas, was einem geschenkt wurde, weiterzugeben. Auch wenn man selber vielleicht den ganz heiligen Gral noch gar nicht für sich entdeckt hat. Also je früher man damit anfängt, desto leichter ist es. Und das Schöne ist ja, also es gibt diesen, also wenn du gibst, wird dir gegeben. Das ist ja sogar ein christlicher Leitsatz. Und davon bin ich fest überzeugt. Vielen, vielen Dank. Ja, das stimmt. Man kann es im Kleinen dann schon anfangen. Vielen Dank für die Tipps. Einen wunderschönen guten Morgen, Jochen. Ich muss sagen, also du bist bisher der einzige Autor, der es geschafft hat, mich morgens so emotional werden zu lassen. Also deine Geschichten gehen echt unter die Haut. Wahnsinn. Ich bin total hin und weg und ich könnte dir stundenlang zuhören. Man Wer merkt spricht da, wenn einfach, ich fragen darf? die Jennifer Ah spricht. ja, Jennifer, okay. Ich bin Clubhouse-Novize, ich war noch nie auf dieser App. Alles, du siehst es an dem grauen Rand sozusagen um dem Profilbild, wer spricht. Bist du, als wieder einer dieser Tage, an denen ich lernen darf? Ach Gott, ja, also es geht mir wirklich unter die Haut, das ist der Wahnsinn. Und ich habe mich jetzt bei deiner Geschichte gefragt, du hattest bestimmt auch in deinem Leben sozusagen so einen Punkt, wo du festgestellt hast, du hast eine Person oder vielleicht auch mehrere, aber eine, die dir im Kopf geblieben ist, die dich einfach, wo du so einen Game Changer hattest, persönlich oder auch geschäftlich. Einer Person, der du gefolgt bist und an der du dich orientiert hast, die dich begeistert hat. Mich würde gerne, vielleicht magst du uns teilen, wer diese Person, mit uns teilen, wer diese Person ist und warum diese Person dich so begeistert hat. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ja, das kann ich sagen. Also ich bin nie einer Person gefolgt und ich hatte auch nie Vorbilder, das will ich vorwegschicken. Ich bin nie einer Person gefolgt, weil ich davon überzeugt bin, dass wer anderen folgt, der kann niemals vorne sein. Und ich hatte auch keine Vorbilder, weil wenn du ein Vorbild hast, dann willst du ja so sein wie dein Vorbild und dann bist du aber nicht du selbst. Ich habe aber an vielen Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind, vorbildliche Eigenschaften identifiziert, die ich mir versucht habe, zu eigen zu machen, auch wenn diese Menschen ansonsten vielleicht, so wie ich auch, höchst unvollkommen waren. Auch ich eigne mich nicht als Vorbild, dafür bin ich zu unvollkommen. Bin ja ein Mensch. Aber ich habe vielleicht die eine oder andere Eigenschaft, die ganz okay ist. Und so sind mir in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die über vorbildliche Eigenschaften verfügt haben. Und eine dieser großen ersten Begegnungen, es gab übrigens auch in meinem Leben einen Geschichtslehrer, der mein erbitterster Feind war am Anfang und später mein größter Freund wurde, weil ich ein aufmüpfiger Mistkerl war. Wirklich ein Pain in the neck für meine Lehrer. Der hieß Götze, dieser Lehrer. Der hat es echt schwer gehabt. Aber
Wir sind später beste Freunde geworden und ich verdanke ihm so unendlich viel. Er hat wirklich Potenzial in mir entdeckt und zur Entfaltung gebracht. Aber die ganz große Begegnung hatte ich im Alter von 19 Jahren. Ich hatte Abitur gemacht in Heidelberg. Ich war dort am Wirtschaftsgymnasium, habe mein Abi gemacht und im Gegensatz zu allen, fast allen meinen Mitstreitern wusste ich nicht so richtig, was ich jetzt machen würde. Also ich bin in so eine Art Leere gefallen. Und das Einzige, was ich mir vorgenommen hatte, ich hatte mir, weil ich leidenschaftlich Motorrad gefahren bin und war schon zweimal in Nordafrika gewesen mit dem Motorrad, einmal sogar mit dem Kleinkraftrad mit 16, hatte ich mir vorgenommen, ich hatte so einen Traum, da gab es dieses Blatt 173, glaube ich, Michelin, von Afrika. Und da gab es vier große Routen durch die Sahara und bestimmte Routenverläufe, die man mit dem Motorrad vielleicht fahren konnte. Es war ja, gab damals noch nicht viel Information, es gab kein Internet, es gab keine Handys, es gab, also Wissen war nicht so frei zugänglich wie heute. Jedenfalls hatte ich mir vorgenommen, mit dem Motorrad durch Afrika zu fahren. Und das habe ich getan nach dem Abitur, 20.000 Kilometer. Und auf dieser Reise bin ich in Togo am Strand. Das ist übrigens ein, also das klingt jetzt vielleicht, als ob das jetzt furchtbar gefährlich ist. Also ich war, habe mich nie wirklich gefährdet gefühlt. Ich bin halt nur einmal nachts überfallen und ausgeraubt worden. Also mit Messer an der Kehle und so das klassische Bild, ja, wo du die Entscheidung fällst. Ich hatte auch ein Messer unter meiner Liegematte. Aber die Entscheidung war einfach, wenn ich da jetzt dran gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich unverletzt oder lebend aus der Situation rauskomme, sehr gering. Und ich hab dann im Prinzip alles verloren, was ich bei mir trug. Also meine Ausweise, meine Barmittel, gab ja damals, konnte es nur mit Bargeld unterwegs sein auf solchen Trips. Und stand dann eben mittellos mitten in Westafrika. Und ich hatte zuvor, weil ich hab da an so einem Strand gezeltet, bin ich zufällig im Foyer de Marin, das ist ein Seemannsheim, gibt's da, in Lomé, in Togo, bin ich einem internationalen Verwaltungsratsvorsitzenden einer großen Speditionsholding begegnet, der hieß Rudolf Niehaus. Das war ein hochgewachsener, also Adlergesicht, ja, Hakennase, geschwungene Augenbrauen, intensiv blaue Augen, großer Kerl, schlank. Und er hatte für die GTZ, für die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit in Eschborn, hat er Transportprojekte akquiriert für seine Unternehmensgruppe und war dann persönlich vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Und dem bin ich begegnet. Und der war derjenige, der mir dann einen Job gegeben hat, mitten auf dieser Motorradtour, und mir die Chance gegeben hat, 1500 Schweizer Franken zu verdienen. In Wirklichkeit war das ein Geschenk, der hätte mich nicht gebraucht, ja, auf diesem LKW-Konvoi. Aber der hat mir diese Chance gegeben. Und er hat mir das Geld nicht nur einfach so geschenkt, nach dem Motto, komm, ich helfe dir jetzt, da fühlst du dich auch nicht gut, sondern er hat mir im Prinzip eine, es war sehr klug, weil ich auch sehr stolz war, einen Weg aufgezeigt, mir zu helfen und mir dabei aber das Gefühl zu geben, es ist nicht einfach so ein Geschenk, sondern ich durfte was dafür tun. Und was ich tun durfte, war eine Fotodokumentation dieses Konvois, der ging bis in den Norden von Mali nach Burem, also weit hinauf ins nördliche Sahel. Die Gegend kannte ich sehr gut, über die war ich ja von Norden nach Süden durchgestoßen mit dem Motorrad. Und dieser Rudolf Niehaus, der hat dann gesagt, und ich habe noch eine Bedingung, wenn du es wirklich nach Hause schaffst, das war ja nicht sicher, weil es ein gefährlicher Trip war, ich lebe in Genf, du musst bei mir vorbeikommen. Das ist die Bedingung. Und ich schenke dir jetzt hier, oder ich gebe nicht schenke, ich gebe dir hier meine Kamera, das war ja damals noch optische Filme, gab keine Möglichkeit, diese Filme da zu entwickeln irgendwo. Du fotografierst das alles und du bringst mir das Ergebnis persönlich in Genf vorbei. Und dann bin ich 6 Monate später, das werde ich nie vergessen, in einem Schneesturm über den Col de la Croix gefahren, nachdem ich mich nach Hause durchgeschlagen hatte, schon fast, also zumindest wieder nach Europa. So eine lange Geschichte. Und ich fuhr da im Schneesturm über den Col de la Croix und bin im tiefsten Winter im Schnee mit dem Motorrad aus Afrika kommend in Genf zu dieser Adresse hingefahren, also wie man sich das so vorstellt, ja, so Villa auf Hügel mit Säulen und Auffahrt. Und ich fuhr da mit meinem runtergekommenen Motorrad
völlig fertig abgerissene Kleidung fuhr ich da diese Auffahrt hinauf und klingelte da und dann ging die Tür einen Spalt auf und gleich wieder zu und dann fragte eine Frauenstimme, es ging wieder einen Spalt auf die Tür, vous êtes Jochen? Und ich sage, oui, c'est moi, je suis Jochen, je viens d'Afrique. Und dann ging die Tür auf und dann stand seine Frau vor mir und naja, eine Stunde später saß ich frisch gebadet in einem flauschigen Bademantel vor einem riesigen Berg von Sandwiches. Und da wusste ich, ja, diese Reise ist jetzt zu Ende. Ich bin wieder in der Zivilisation. Und aus dieser Begegnung hat sich dann ein ganzer langer weiterer Weg ergeben, in dessen Verlauf ich dann Logistiker wurde und außerordentlich spannende Jobs auf der ganzen Welt machen durfte. Aber das war, glaube ich, die Begegnung, die mit anderen Menschen, die mich am stärksten geprägt hat und die mich wirklich auf meinen Weg gebracht hat. Rudolf Niehaus. Don Rodolfo hieß der. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr bewegend. Vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jochen. Hier spricht die Mona. Ich habe das Buch schon zu Ende. Kann bestätigen, was du gesagt hast. Der beste Teil kommt noch, liebe Jasmin. Freu dich drauf. Und ich kann auch nur jedem hier im Raum sagen, Leute, kauft das Buch. Es steht Weihnachten vor der Tür. Kauft es nicht nur für euch selber. Kauft es auch für eure Lieben, für Freunde. Es lohnt sich wirklich, weil das Buch hat so viele verschiedene Schichten. Man kann es aus so vielen verschiedenen Perspektiven lesen. Also es lohnt sich wirklich. Deswegen, der Link ist ja hier oben auch vertaggt. Ihr könnt da direkt draufklicken und könnt das Buch direkt kaufen. Ich kann es wirklich empfehlen. Also kauft es nicht nur für euch selber, es ist ein tolles Geschenk auch. Na, danke, Jochen, Mona, der Jochen. Sehr, sehr gerne. also ich habe wirklich auch ganz, ganz viele verschiedene Emotionen auch gehabt und ich fand einige Aspekte auch, also diese Metaphern, die Jasmin auch schon angesprochen hat, ganz spannend. Und zwar, du hattest ganz am Anfang geschrieben, dass der Alte, also Hakon, ging den Berg entgegen aller Stürme immer weiter hinauf, wie so oft in seinem Leben. Und ich gehe davon aus, dass natürlich wir alle haben ja Stürme in unserem Leben, durch die wir gehen müssen. Und meine Frage an dich wäre, was hat dich denn immer weitermachen lassen in deinem Leben? Was hat dich getrieben? Es hat mich etwas gezogen, nicht getrieben. Ich war gezogen von Neugierde, gezogen von der Sehnsucht nach Erkenntnis und der Suche nach dem, was wohl hinter dem Horizont auf mich warten würde. Und natürlich gerät man im Leben, speziell auch durch Fehler, die man macht, in schwere Stürme, in vermeintlich ausweglose Situationen. Aber ich glaube, die meisten Menschen scheitern nicht, sondern die meisten Menschen geben einfach nur zu früh auf. Und ich gebe niemals auf, niemals. Das glaube ich dir aufs Wort. Und eine habe ich auch noch sehr interessiert und das dann möchte ich auch abgeben. Also das ist die letzte Frage auch von mir. Ich habe zwar Tausende, aber ich beschränke mich auf die zwei. Und zwar, ich werde jetzt nicht spoilern. Also ich werde nur andeuten. Also Hakun hat ja am Ende seines Lebens nochmal eine Bestimmung gefunden, der er nachgegangen ist. Und eine Frage, ich meine, du bist jetzt ja, ich würde mal sagen, in der Mitte deines Lebens. Ne? Also du hattest ja angedeutet, du möchtest ja auch 95 werden. Also erstens mal, also danke für das Kompliment, aber rein mathematisch bin ich dann am Beginn meines letzten Lebensdrittels. Okay. Aber also wenn es mir eine Lebensmitte wäre, müsste ich 130 Jahre alt werden. Nee, das Ende ist in Sicht und ich bin mir dessen voll bewusst. Umso wichtiger vielleicht die Frage. Und zwar, hast du einen Herzenswunsch, den du dir gerne noch erfüllen möchtest? Ja, aber den erzähle ich jetzt nicht, weil ich muss die Dinge erst, ich werde es rechtzeitig erzählen, aber die Dinge manifestieren sich erstmal in meinen Gedanken. Und ich bin ja jetzt selber, wenn ich diese Lebensphasen mal, ich bin mir sehr bewusst, ich hatte das erste Lebensdrittel, da war eben das Dasein als Stuntman, Sensationsdarsteller, Bilderabenteurer. Im ersten Lebensdrittel habe ich meine Kinder gezeugt. Ich habe alles getan, was nur irgendwie im Bereich meiner
meiner Möglichkeiten war. Also ich habe ja auch immer so gelebt, dass ich habe mir nie Gedanken um eine Altersversorgung gemacht. Ich war mir eigentlich klar, dass ich früher oder später nicht wiederkehren würde, weil ich zu sehr über die Kante, immer zu lange auf der Kante gegangen bin. Und viele meiner Mitstreiter, die ähnlich gelebt haben wie ich, sind ja nicht wiedergekehrt. Die sind eben haben früher ausgecheckt, als es vielleicht von der Natur vorgesehen gewesen wäre. Und deswegen habe ich mir nie Gedanken um meine Altersversorgung gemacht. Und das war so das erste Lebensdrittel. Und dann war ich plötzlich, also es waren auch keine harten, dass man sagt, erste Drittel Ende, zweites Drittel Beginn, sondern es überschneidet sich ja. Ja, du bist noch eine Zeit lang Abenteurer und Stuntman und Sensationsdarsteller und Risk-Taker und gleichzeitig beginnt schon dein Leben als Unternehmer. Das ist nämlich das zweite Lebensdrittel, dass ich dann angefangen habe, auch im wirtschaftlichen Sinne etwas zu unternehmen. Ich war immer Unternehmer, so wie wir alle Unternehmer sind, nämlich Unternehmer unserer eigenen Leben. Auch du bist Unternehmerin deines eigenen Lebens. Und als Unternehmerin musst du was unternehmen. Und wenn du was unternimmst, dann musst du dich in die Unsicherheit begeben. Denn wenn du die Chance suchst, musst du Unsicherheit akzeptieren. Chance und Unsicherheit bedingen sich gegenseitig. Das eine kommt nicht ohne das andere. Es ist ein Irrsinn zu glauben, dass du, ohne dass du bereit bist, ein Risiko einzugehen, etwas erreichen kannst. Das ist unmöglich. Sondern ich glaube sogar, es ist noch viel extremer. Ich glaube, es ist sehr riskant, nichts zu riskieren im Leben. Es ist sehr riskant, weil vielleicht verschenkt man dann die Chance, die einem geschenkt wurde, dieses Geschenk des Lebens vollständig auszupacken. Also, und es gibt eben dieses erste Drittel, dann gibt es das zweite Drittel. Jetzt ist mir im ersten Drittel ja das eine oder andere ganz gut gelungen. Einige Dinge sind auch schiefgegangen. Und im zweiten Drittel war es dann genauso. Da ist mir dann auch einiges ganz gut gelungen. Ich habe eine große Unternehmensgruppe aufbauen können. Und ich habe ja einen Teil der Unternehmensgruppe auch veräußert inzwischen, weil ich einen Lebensplan habe. So, und ich sage immer, die Unternehmensplanung folgt der Unternehmerplanung und die Unternehmerplanung folgt der Lebensplanung des Unternehmers. Und diese Lebensplanung, die muss man immer wieder hinterfragen, weil nämlich der Plan sich immer mal wieder ändert, weil Ziele sind ja auch nicht statisch, sondern Ziele sind eigentlich variabel und die sich verändernden Ziele, während wir auf sie zuarbeiten, verändern sich die Ziele, die verändern dann auch uns und unseren Weg. Und das führt dann eben in die dritte Lebensphase. Das ist die Phase des Zurückgebens, die Phase des eigentlichen persönlichen Wachstums, glaube ich, ja, weil man dann aus der Situation heraus oder aus der Position dessen, was man jetzt, den Weg, den man gegangen ist, idealerweise im Besitz von Potenzial ist. Also Wissen, Macht, gut, Macht habe ich nicht, aber Wissen und finanzielles Potenzial. Und jetzt kann man diesen Gral, den heiligen Gral in der mythologischen Betrachtungsweise, den kann man beginnen weiterzugeben, sinnvoll in den Bereichen, in denen man dadurch vielleicht die Welt ein bisschen besser hinterlassen kann, wenn es denn möglich ist, als man sie vorgefunden hat. Genau, und das ist dann die dritte Lebensphase und in die trete ich jetzt ein mit 65 Jahren, was für mich übrigens auch war dieser Roman so der Starting Point. Ja. Meine Karriere habe ich begonnen mit Weltrekordsprüngen. Meine unternehmerische Karriere habe ich begonnen mit der Digitalisierung des Verkaufs von Erlebnisgutscheinen. Das waren jeweils solche Banks. Und jetzt habe ich halt mal einen Roman geschrieben, in den ich alles reingepackt habe, was ich meine, verstanden zu haben. Und gleichzeitig habe ich herausgefunden, wie wenig ich wirklich weiß. Vielen, vielen Dank. Also nochmal, Leute, wirklich kauft das Buch. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein tolles Geschenk für euch selber, aber auch für eure Lieben. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen hier die Zeit nimmst, lieber Jochen. Und Jasmin, ich gebe wieder zurück an dich. Ja, vielen lieben Dank. Wie bereits Mona auch schon erwähnt hat, wir hätten sicherlich noch zig weitere Fragen. Doch mit Blick auf die Zeit und Rücksicht auf unsere Zuhörer und auch deine Zeit, lieber Jochen, möchten wir natürlich auch gucken, dass die Zuhörer auch noch die Gelegenheit gleich bekommen, Fragen an dich zu richten. Werden wir also erstmal die Aufzeichnung abrunden. Bevor wir das allerdings tun, bekommst du von uns nochmal das Wort. Gibt es etwas, das du unbedingt noch mit auf die Aufzeichnung haben möchtest oder noch hinzufügen möchtest, unterstreichen möchtest oder ähnliches, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
Ja, ich glaube, die wichtigste und finale Botschaft des Romans, das ergibt sich aber aus der Geschichte, ist diese große Botschaft von Hakun an Sverir, dass es geht ja um Freiheit. Dass man Ängste überwinden muss, um frei sein zu können, ist verständlich. Das lege ich ja auch da in meinen Keynotes, in meinen Vorträgen. Aber die Geschichte führt ja dazu, dass sich Hakun und Sverir am Ende trennen. Und jeder geht seinen Weg. Und am Ende, in dieser Situation, wo sich die beiden trennen, da abverlangt Hakun dem Sverir ein Versprechen, nämlich das Versprechen, dass er radikal verzeihen muss. Er gibt ihm dafür etwas. Aber er sagt zu ihm, du musst in der Lage sein, radikal zu verzeihen. Und zwar musst du deswegen radikal verzeihen, nicht weil radikales Verzeihen bedeutet, dass das, was die anderen gemacht haben, in Ordnung war. Es war überhaupt nicht in Ordnung. Du kannst es nur akzeptieren. Radikales Verzeihen bedeutet zu akzeptieren, dass die Vergangenheit nun mal so ist, wie sie ist und die ist nicht zu ändern. Aber radikales Verzeihen befreit dich aus einem emotionalen Gefängnis. Denn willst du denn dein ganzes Leben der Gefangene deiner Emotionen sein, weil du verletzt wurdest? Oder willst du frei sein? Du sollst frei sein, sagt Hakun zu Sverir. Und diese Freiheit, die kannst du nur erringen, wenn du in der Lage bist und bereit bist, zu verzeihen, radikal zu verzeihen, ohne Wenn und Aber, ohne etwas zu fordern. Und was noch schwerer ist, als anderen zu verzeihen, das ist, sich selbst zu verzeihen. Aber auch du musst dir auch selbst zu verzeihen in der Lage sein, denn auch das ist ein emotionales Gefängnis, was dich daran hindert, wirklich frei zu sein. Und dann gibt Sverir dem Hakun dieses Versprechen und bekommt dafür etwas, was unfassbar wertvoll ist. Aber was das ist, verrate ich jetzt nicht. Ja, super, vielen, vielen lieben Dank. Ich wiederhole es nochmal. Wir haben heute gesprochen über die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben von Jochen Schweizer. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, über den Handel, wie zum Beispiel Thalia, das Buch auch direkt zu bestellen. Wir haben den Link hier bei uns oben auch eingestellt, aber ich habe im Hintergrund die Info bekommen, dass das nicht offensichtlich nicht für alle sichtbar ist. Deswegen erwähne ich es nochmal. Also wenn ihr auf www.thalia.de geht, und dort direkt die Begegnung eingibt, dann seht ihr das Buch von Jochen Schweizer und könnt es direkt dort bestellen. Ach, übrigens, eine Sache habe ich noch, die ich sagen wollte, wenn das Gerne. jetzt okay ist, ja. Gerne. Ich habe mich auf eine sogenannte Lesereise eingelassen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also ich bin morgen am Montag bin ich in Hamburg bei Thalia. Es gibt auch natürlich die Informationen, findet man online, wenn man, ich weiß auch nicht genau, wo man die jetzt findet, aber es gibt, ich sag's einfach mal. Ich bin bei Thalia in Hamburg morgen um 20 Uhr. Dann bin ich am Dienstag bei Thalia Meiersche in Düsseldorf in der Königsallee. Am Mittwoch bin ich in Aachen, dort in der größten Buchhandlung um 20 Uhr und lese aus meinem Roman, bin da persönlich anwesend. Am Donnerstag bin ich in Stuttgart in der Königstraße, auch bei Thalia Meiersche. Also das hängt ja zusammen, Thalia und Meiersche. Also ich bin jetzt 4 Tage jeden Abend ab morgen in einer dieser Buchhandlungen und lese aus meinem Buch. Um diese Lesereise hat mich der Verlag gebeten, habe ich mir gedacht, das habe ich auch noch nie gemacht, mache ich jetzt mal. Mal gucken, wer da so kommt. Bin echt gespannt. Und dann bin ich am Samstag, also jetzt haben wir, heute ist ja der Sonntag, der 31., das dürfte dann der 6. sein. Samstag, den 6., bin ich dann im Olympia-Einkaufszentrum in München im Jochen Schweizer Shop und da signiere ich auch Bücher. Muss ich mal gucken, ob ich das Datum richtig gesagt habe. Oder kannst du das da teilen in diesem Clubhouse, in dieser Clubhouse-App? Nein, leider nicht. Wir können nur Links hier oben bei uns direkt Nee, eingeben. okay, aber kein Problem. Also man findet das, ich glaube, wenn man auf Jochen Schweizer geht, findet man das Jochen Schweizer Arena wahrscheinlich. Aber ich sag's nochmal, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das kommuniziert haben, ehrlich gesagt, oder ob es bei Thalia kommuniziert wird. Also am Samstag, dem 6. um 14 Uhr bin ich im Olympia-Einkaufszentrum in München. Um 14 Uhr und ansonsten bin ich am Montag um 20 Uhr in Hamburg, am Dienstag 20 Uhr in Düsseldorf, Mittwoch um 20 Uhr in
Aachen und Donnerstag um 20 Uhr bei Thalia. Genau, da steht's. Stimmt, genau so ist es. Und dann am Samstag in München. Wer mich also treffen will, kann mich da treffen. Und freue ich mich, wenn da ein paar Leute zusammenkommen. Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird direkt prüfen, ob das klappt und wie es gelingen könnte, tatsächlich da nochmal vorbeizuschauen. Auch ich selbst schaue gerne nochmal nach, ob es möglich ist, dass ich bei einem der Termine mit dabei sein kann. Super.